Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Mein Name ist Peter Moss und ich habe den Tobi und den Martin mit am Start. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Ja, eben gerade hatten wir eben noch so einen wunderschönen Bug. Ich stehe noch drauf. Genau, man sieht ihn so halb, weil ich ja über Bugs gefragt werde. Und jetzt haben wir gedacht, wir sehen gerade einen. Hier ist irgendwie so ein bisschen was da, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ist, ne? Mal so viel zu dem Thema hier. Was kann ich, kann man das jetzt irgendwie noch abbauen hier? Nee. Als ich die Umgebung abgebaut habe, ist es gerade weniger geworden. Ja, warte mal. Ah, guck mal da. Da kam es mal zwischendrin wieder ein bisschen mehr. In der Regel hilft es dann hier so Frames anzusetzen, um sie eigentlich wieder wegzunehmen. Ja. Also von daher, wobei, hier ist auch noch irgendwie einer. Naja, gut. Wollen wir mal gucken. Du musst es quasi gar nicht so komplett ausfüllen, ne? Weiß ich. Gut. So, aber auf jeden Fall, der Baum hier muss weg, wenn du da jetzt eh dann gleich... Oh, ich wollte jetzt wieder reingehen. Ach so. Ja, ich bedanke mich natürlich erstmal für die Kommentare von euch. Und zwar, unser Reward hat mir quasi einen Kommentar geschrieben. Da möchte ich gerade mal kurz drauf eingehen, so in der ersten Folge der Woche ist das immer ganz gut. Und zwar, dass der Fallschaden wieder drin ist. Jetzt hatte ich ja noch ein bisschen Diskussion, auch ein bisschen mit der Community, ob ich jetzt halt auch vielleicht unsere Verteidigung bis auf den Boden bauen werde. Nee. Also ja, der Fallschaden für die Zombies ist wieder drin. Mit der Alpha 15 ist auch getestet, aber das bedeutet, wir müssten hier komplett auf den Bedrock gehen, damit sich das ansatzweise lohnt. Ja, und selbst bei 40 Blöcken, ja, die ganz kleinen Zombies sterben, aber der Rest überlebt halt auch. Ich weiß nicht, ich finde es in dem Fall halt nicht so extrem sinnvoll irgendwie. Uns die Mühe dafür zu machen, vor allem, weil unsere Verteidigung ja eigentlich immer noch hält. Was auch sehr viele erschreckend finden, dass unsere Gabbelverteidigung bis hierhin hält. Aber, ihr seht, Leute, wir schaffen's. Ja, und dann, weil das habe ich jetzt Martin und Tobi auch noch nicht gesagt, unser WordSec hat noch geschrieben, weil wir hatten das letzte Mal ja die Diskussion wegen den Feral Zombies, es ist ja klar, dass die auch tagsüber rennen, ne? Okay. Und die Football Zombies, ja, die rennen auch. Immer. Nacht. In einem Random Gen siehst du die aber nur in der Horde-Nacht. Also die rennen hier nicht einfach so rum. Nur so noch als allgemeine Information, das ist jetzt gerade das, was mir so einfällt. Oder das war jetzt relativ wichtig, die Kommentare, sag ich mal, die mir jetzt dazu noch eingefallen sind, die ich euch jetzt einfach mal noch erläutern wollte. So, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht. Da geht's ja schon weiter hier. Ja gut, dann bauen wir mal hier lang. Das ist halt einfach der Grund, warum ich jetzt sage, es lohnt sich halt nicht, uns die Mühe zu machen. Also ich muss sagen, jetzt, wenn ich jetzt privat spielen würde, wo ich jetzt sagen würde, so zeittechnisch, wo es jetzt einfach egal wäre oder ich einfach stundenlang drin einfach Zeit investieren kann, würde ich es machen. Vielleicht sogar, aber jetzt fürs Let's Play finde ich es halt jetzt nicht so dolle, die Idee. Und muss ich halt sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr zwei jetzt da gerade so drüber denkt. Naja, man kann ja erstmal ein bisschen bauen und dann gucken, ob man immer mal ein bisschen tiefer baut. Ja gut, man kann es ja zum Beispiel sagen, dass man erstmal die Verteidigung dann so lässt und den Rest unterhöhlt man halt einfach. Ja.
Und baut es halt später dann wieder um. Das kann man ja auch machen. Also ich würde den Graben auf jeden Fall so tief machen, dass man der Zombie nicht mehr rauslaufen kann. Hüpfen kann. Ja dann. Gut, das ist relativ logisch. Ja doch. Deswegen will ich ja auch gar nicht viel tiefer gehen, weil es reicht, dass die da nicht mehr rauskommen. Und es ist halt auch so, wie ich das jetzt mit dem Fallschaden getestet habe, muss ich halt auch sagen, habe ich mir mal den Schaden von den Scrap-Blocks angeguckt. Ja, die machen Schaden. Die Problematik dabei ist, dass die anscheinend erst Schaden verursachen, wenn ihr euch Beine gebrochen habt. Also beziehungsweise, wenn sich ein Zombie die Beine gebrochen hat, dass der da so drauf rumkriecht. Erst dann bekommt der einen Blutungsschaden. Was ich ziemlich gemein finde, weil wenn ich als Person drüber laufe, ich gleich Schaden kriege. Ja, ja, du bist aber auch kein Zombie. Die sind da härter im Nehmen. Ach so. Ach, du meinst, die bluten da halt so an den Füßen nicht so schnell. Ah, genau. Gut. Das ist halt schon ziemlich vergammelt, die Füße. Ja. Gut. Aber auf jeden Fall für die Leute, die es nicht wissen sollten, es ist halt so, dass die Blutungsschäden, ja, es sind sage und schreibe 7 HP pro Sekunde. Ja. Was natürlich jetzt bedeutet, bei so einem ja, Feral Zombie, der kann auch einen Marathon laufen. Der halt 750 HP aktuell hat. Die hatten auch mal mehr in der Alpha 14. Da waren es nämlich, glaube ich, 2,4 oder 2,5 sogar. Also 1000. 2500, oder? Irgend sowas, ja. Waren auf jeden Fall mehr. Also es war definitiv mehr. Der blutet da natürlich war, dann ich, so eine Zeit lang. Ungefähr. Ja. Also von daher ja, dauert dann halt. Aber es ist trotzdem relativ effektiv, was wir euch zeigen werden. Für die, die die bisher jetzt halt anders gebaut haben. Und es sind ja auch alles immer nur, sage ich mal, Richtwerte, wie man es machen kann. Man kann das ja natürlich zu eigenem Belieben umbauen. Wie man das halt selber gerne möchte. Des Weiteren ist es halt auch so, man darf nicht vergessen, wir spielen hier auf einem PvE-Server quasi. Also ja, wir können uns zwar gegenseitig töten, aber wir spielen halt kein PvP hier. Von daher macht es halt auch keinen Sinn, bis auf den Boden zu bauen. Gesundheit. Oh, sorry, ich muss mal kurz niesen und mein Headset muten. Also beziehungsweise mein Mikro muten. Oh Gott. Hilfe. Genau. Was wollte ich sagen? Ja, deswegen macht es halt auch nicht allzu viel Sinn, das zu muten. Ja, genau, das zu muten. Ich bin schon völlig verwirrt. gemutet hattest du dich nicht. Doch. Ja, bei uns nicht. Ja, genau. Für die Aufnahme habe ich mich gemutet. Ihr müsst es hinterher mal ertragen. Nur die Zuschauer halt nicht. Ja, genau. Das ist halt einfach der Sinn, warum man dann bis nach unten bauen sollte. PvP sollte man es definitiv machen. Vielleicht auch ein bisschen breiter. Wobei, ich glaube, 4 Blöcke breit reicht dann eigentlich auch. Weil durch die Landclaim-Blöcke kannst du ja dadurch ja auch keine Woodframes oder sowas setzen, um das einfach so... Das ist so nicht ganz richtig. Du kannst nämlich auf die Scrap Iron Spikes oder wie auch immer, also bei denen weiß ich's, kannst du, selbst wenn da ein Landclaim-Block ist, Holzframes oder so oben drauf setzen. Echt? Wenn du reinfällst, kannst du dir da wieder welche oben drauf setzen. Das ist ja ein Schwachsinn. Ja. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, damit man sich retten kann. Keine Ahnung. Ja, das... Aber der Martin spricht da aus Einbrechererfahrung. Ja, ja, ich merke das schon. Echt jetzt?
Jetzt die Decke hier falsch eingezogen, oder was? Sehr schön. Kann ich das dann noch einmal langbuddeln, oder was? Ah. Da stimmt's. Gut, dann werde ich nur die andere Seite nochmal machen müssen. Oh Gott, ist das hell. Ich hoffe. Kurbel. Blöd jetzt da, das wollte ich. So rum wollte ich das. Genau. Und jetzt muss ich jetzt gerade mal kurz gucken. Da kam noch ein wunderschöner Kommentar. Das hat sich auf auf die Werkzeuge quasi bezogen. Und zwar von Selma. Der sagt natürlich, natürlich sind Stahlwerkzeuge effektiver. Aber ja, da muss ich ihm natürlich recht geben. Zwar nicht in der Geschwindigkeit, aber einfach in der Masse, wie du sie benutzen kannst. Ach so. Ja. Ja, das ist halt das Aber. Also klar, bei einer Schaufel oder sowas, ja, kann man das halt mit der Steinschaufel benutzen, solange man halt nicht genug Ressourcen hat. Wenn man später eh genug Ressourcen hat, ist das völligst egal. Aber so jetzt gerade wie in dem Fall für uns, wo wir jetzt sagen, wir haben eh gerade noch ein bisschen Eisenprobleme, dann muss ich das Eisen halt nicht verschwenden. Ja. Darum geht's halt einfach. Also da muss ich ihm natürlich erstmal recht geben. Na? Aber solange halt hier noch Eisen suchen oder immer noch nicht genug haben. Es ist halt, ja, ne? Martin, hast gehört, wir haben kein Eisen. Wir haben ja auch nur Sand geschaufelt. Ja. Ja, ich weiß, dass ihr Eisen mitgebracht habt. Keine Frage. Ja. Aber das ist ja jetzt, sag ich mal, immer noch nicht genug in dem Sinne, dass wir verschwenderisch damit umgehen können. Das meine ich da damit. Falls sich jemand erbarmt und mal mit hier rüberkommt, dann soll er mir bitte Dicke mitbringen. Wo ist denn hier rüber? Ich bin leider im Keller. Die Eisenmine ist hier rüber. Da, wo wir nur Sand abgebaut haben und das Eisen stehen lassen. Ach so. Deswegen Eisenmine. Da ist ja noch Eisen. Eine Krütze hier. Ich meine, um den Sand kaputt zu machen, brauche ich eine Steelpicke. Der ja nicht kaputt. Na gut, die geht schon kaputt, aber es dauert halt wesentlich länger. Der Sand geht ja sonst nicht kaputt. Mit der Schaufel geht der Sand nicht kaputt. Hä? Wir bauen Sand ab. Mit einer Steelpicke. Ach so. Ja. War auch schön. Und wir haben den Sand ja auch in die Forge gelegt. Na dann. Wir müssen nur immer aufpassen, dass wir das Eisen nicht treffen. Genau. Achso, ja gut, das ist natürlich auch hochgradig schwierig, da immer schön dran vorbeizuhauen, ne? Ja. Hier unten ist das ziemlich schwierig. Auf jeden Fall muss ich mal alles schwarz. Irgendwie mal gucken, dass wenn jetzt irgendwie der nächste Tag kommt, dass ich vielleicht doch mal looten gehe, dass ich vielleicht mal einen Motor oder irgendwie sowas finde. Und da wollte ich mal in die andere Richtung mal laufen. Also in die andere Richtung für die Leute,
mal hier die Straße lang, mal gucken, was wir da unten dann so finden. Oder auch nicht finden. Was ist denn da schon wieder Wasser hier? Martin, seine komische Wasserquelle da. Ah! Ja, ist mal schön, wenn sich Wasser verbreitet. Geh weg, Mann. Deswegen musstest du jetzt wie so ein Mädchen schreien. Ja. Ja. Ah! Warum geht denn das nicht weg? Geht denn das Wasser nicht weg, Mann? Aus dem Wasserstaubsauger. Ah, jetzt ist es weg. Genau, der Wasserstaubsauger. Das ist sehr wichtig. Oder ein Zebra, wisch und weg. Deswegen brauchen wir ja einen Motor. Ah. Und mach hier keine Schleichwerbung, ne? Kann er ja piepen. Das ist, wenn man mit OBS aufnimmt, immer gar nicht so einfach, weil ich die Aufnahme direkt hochlade, du Knaller. Dann... So... Dein dann, eigenes Video melden. Ach so. Ja. Lass jetzt im Nachhinein noch unten links einblenden, unterstützt durch Produktplatzierung oder wie? Genau. Dauerwerbesendung. Jawohl. Also, genau. Aber wenn du, also das würde ich dann aber nur einblenden, wenn du dann noch was dafür kriegst, ne, also. Ja. Ja, sonst lohnt es sich ja nicht. Ja, genau. Aber ich weiß ja jetzt, dank dir, wen ich anschreiben kann, weißt du? Genau. Habt ihr schon mal das erste Placement verschafft, quasi. Ganz schön, schön. Den Rest musst du dich drum kümmern. Ach so ist das. Also ich kann ja nicht alles machen, ja? Ach so. Jetzt, wo du noch nicht mal daheim bist. Ich bin ja froh, dass es überhaupt mit dir geklappt hat beim Aufnehmen, Martin. Man hat ja schon so ein bisschen Angst, so, man weiß ja nie so mit WLAN im Hotel, ne? Aber du hast ja selber schon gesagt, du wirst die ganze Zeit rausgeschmissen, gell? Oh ja. Aber dafür gibt's ja andere Verbindungsmöglichkeiten. Das stimmt. Wobei ich persönlich sagen muss, mit meiner Datenflat würde ich gar nicht weit kommen. Ja, dann hast du die falsche Flat, würde ich sagen. Ja. Ich brauche ja die ganze Zeit keine eigentlich. Ich auch nicht. Deswegen muss ich es jetzt ja mal brauchen. Ach so. Wäre cool, wenn sie sich aufaddieren würden, weil dann... Ja, dass du sammeln kannst, deine Flat. Ja. Das wäre eine coole Nummer. Wobei du bei meinen. Verdammt viel schon haben. Wobei bei meinen lächerlichen 300 MB, die ich im Monat habe, ist das eigentlich, naja, auch so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es reicht mir. Interessanterweise, es reicht mir einfach. Also, wenn ich nur das Handy benutze, ganz normal, habe ich meistens zwischen 50 und 300 auch ungefähr. Kommt halt drauf an, wie viel ich mich im WLAN bewegt habe. Ja, das ist es halt. Ich habe mein Ende bisher nur ein einziges Mal erreicht und das war, weil ich durchgehend auf meinen Zugfahrten irgendwie Filme gestreamt habe. Okay. Ich hab Aber ich weiß auch nicht, wo mein Ende liegt. Das ist auch gut. Also du kennst deinen eigenen Handyvertrag nicht. Das freut mich auch sehr. Firmentelefon. Achso. Ja, ich habe momentan 3 Gig und die verbrauche ich. Habe ich wahrscheinlich nicht mal jetzt. Nee. Glaube ich allerdings auch nicht, Martin. Also zumindest nicht mit dem Bier. Nee, also. Ich, klar, weiß, ich, jetzt, ich weiß gar nicht, so viel Freizeit hast du, glaube ich, gar nicht. Dann... Schon, aber. Ich glaube, so viel Freizeit hast du gar nicht, damit du 3 GB verspielen kannst. Ich würde ja fast sagen, Challenge accepted, aber. Dummerweise ist der Monat nur schon fast rum. Ja. Musst du dich ein bisschen beeilen. Das ist jetzt irgendwie unfair.
Findest du? Holz in meinen Ungunsten. So, jetzt ist meine Eisenpicker auch kaputt, dann kommen wir halt zu Stonex. Okay, ja, das mache ich nicht. Wobei, Martin, du kannst es ja mal ausprobieren, wenn du wieder daheim bist. Wo du dann zur Not WLAN hättest. Oder auch normales Internet. Wenn ich mal persönlich eine recht witzige Challenge, muss ich zugeben. Und am nächsten Tag veröffentlicht sein Handybetreiber, sein Festnetzbetreiber, wir haben leider Probleme bei Ihnen in der Region. Ja. Ja, wahrscheinlich. Vermutlich. Ja. So, aber ich sehe schon wieder, wir bekommen ja schon, oder wir bekommen genau, ich habe von dir Sprachfehler heute, das ist, ich denke was ganz anderes und dann noch beim Aussprechen ist immer relativ schwierig. Bevor ich jetzt zum Ende dieser Folge komme, das wollte ich eigentlich sagen, Leute, denkt dran, ich bin ja jetzt ein Jahr auf YouTube, das haben ja schon einige gesehen, mir auch gratuliert, vielen Dank nochmal an dieser Stelle und auch vielen Dank an die Leute, die mich dieses Jahr jetzt auch supportet haben, die mich auch unterstützt haben, mir auch noch Tipps und Tricks gegeben haben, auch speziell noch zu 7 Days to Die. Und denkt einfach mal an die Steam-Gruppe für das Special-Video, für das Question and Answer. Ich weiß nicht genau, wann es kommen wird. Wie gesagt, ich nehme mal an, so 1 oder 2 Wochen, bis halt ein paar Fragen so zusammenkommen. Wobei ich gesehen habe, unser WhatsApp, der hat sich da schon schwer ausgetobt, was Fragen angeht. Oder ihr benutzt einfach das Geburtstagsvideo, was halt einfach auf dem Hauptkanal oben quasi geshoutoutet ist. Da könnt ihr natürlich auch die Kommentare benutzen für die Fragen. Und dann würde ich sagen, sind wir schon leider wieder am Ende der ersten Folge dieser Woche. Wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao.